Sagen Sie mal, Sie haben doch was genommen. Was haben die denn gefunden? Tja, sage und schreibe 53 Gramm Marihuana. Ist das zu glauben? Er ist mit über 50 Gramm erwischt worden. Und wenn er noch mal erwischt wird, dann steht da irgendwann auch mal der Jugendknast. Ich habe keine Lust auf diese dumme Diskussion. Jetzt bleib doch bei uns und rede Nein. mit uns. Wir sind doch für dich da. Das fällt echt unglaublich schnell. Und ich hab echt Angst, dass er einen Unfall baut. Und er hat bestimmt wieder Gras gemacht. Ich hab gesagt, du sollst dein Handy wegpacken. Ich bin Ingo Lenzen und kämpfe für Gerechtigkeit. Bundesweit nehmen Drogendelikte immer mehr zu. Beim Strafmaß entscheidet die Menge der mitgeführten Substanzen. In Berlin beispielsweise gilt der Besitz von bis zu 10 Gramm Cannabis als Eigenbedarf. Der Sohn von Ingo Lenzens nächster Mandantin wurde allerdings mit deutlich mehr erwischt. Entschuldigen Sie das Chaos, aber ja, alles gut. Ja, wir werden mein Name jetzt ist auch normalerweise... Hallo erstmal. Das ist Herr Handke, mein Mitarbeiter. Hallo. Wir werden ja auch normalerweise jetzt im Campingurlaub, aber das erzähle ich Ihnen vielleicht alles ein bisschen drin. Und kommen Sie doch bitte rein. Ja, gerne. Okay. Ach, ich finde jetzt immer alles kaputt. Bitte nach Ihnen. Du musstest sowas machen, ganz ehrlich. Ich verstehe es nicht. Du hast den ganzen Campingausflug ruiniert, du Arsch. Ja, genau. Ich. Ja, ich ganz du. Alleine. Ja, Alter. Ich ganz alleine. Da kein Bock mehr auf dich. Wunderbar. Ja, der Herr Lenzen ist nicht gerade gekommen. Schön, dass Sie da sind. Danke. Schön, dass Sie dann auch direkt einen Eindruck bekommen haben. Wir sind eine typische Patchwork-Familie wahrscheinlich. Das hier ist der Mats, mein Sohn, um den es dann heute auch geht. Und die junge Dame, die gerade abgedampft ist, ist die Tochter von meinem Lebensgefährten Jens. Auf Anwalt und auf Reden habe ich jetzt nicht so Bock. Ich, sag mal, hier geht es ja nicht um Wollen. Du hast Mist gebaut und du musst dafür gerade stehen. Der Herr Lenzen ist für dich hergekommen. Stimmt, ja. Du bleibst bitte hier, hallo? Kannst vergessen. Das nenne ich auf jeden Fall mal Gewalt, die Pubertätspower, ne? Das kann man nur sagen, ja. Und dann auch noch im Doppelpack. Die beiden schaukeln sich natürlich jedes Mal hoch, aber die Krönung war ja dann gestern, unser Campingurlaub. Wir haben uns aufgemacht und schon im Auto haben die beiden sich nur gefetzt. Dann haben wir irgendwann Rast gemacht, weil wir uns einfach der Kopf brummte. Und dann saßen wir dort und Mats hat sich kurz verabschiedet, ist auf Toilette und kommt wieder und war wie ausgewechselt, ist einfach völlig torkelnd zurück. Guten Tag, Gespräch. Hallo. Sag mal, wie siehst du denn aus? Was willst du denn direkt von mir? Ich sehe ganz normal aus. Du bist doch total bekifft. Schönen guten Tag. Alles gut. Ja, und dann kam plötzlich die Autobahnpolizei. Kurz vorm Urlaub, man kennt's. Wir sind auch schon eine Weile unterwegs. Der junge Mann ist junger Mann, würden Sie mich mal bitte anschauen? Sagen Sie mal, Sie haben doch was genommen. Ja, und die haben dann natürlich auch eine Durchsuchung vorgenommen von unseren Klamotten, beziehungsweise insbesondere von Mats. Was haben die denn gefunden? Tja, sage und schreibe 53 Gramm Marihuana. Ist das zu glauben? Von einem jungen Herrn, der vorher noch nie was mit dem Kiffen angeblich zu tun hatte? 53 Gramm. Ordentlich. Wir nehmen eine Anzeige auf wegen BTM-Vergehen. Natürlich. Ausweise hast du? Was auch sonst. Ja, bei 53 Gramm kommt es natürlich darauf an, wie viel Gramm reines THC war da drin enthalten. Ne? Und bei einer Menge von 7,5 Gramm, da wird es dann schon schwierig, wenn es drüber ist. Ne? Dann sind wir nämlich über der nicht geringen Menge. Und dann kann es schon mal eine Freiheitsstrafe bei Erwachsenen von bis zu 5 Jahren geben. So steht es im Gesetz. Jo, ich wollte nur kurz Bescheid sagen, dass ich jetzt zum Kumpel abhau. Dieses perfekte, ungestreckte Gras ist jetzt eh weg. Das rauchen die Bullen sicher selber, bin ich mir sicher. Darauf habe ich gar keine Lust. Ich hau ab zu Dustin. Willst du nicht hierbleiben? Mats, der Herr Lenzen ist wegen dir hier und der Drogenschick. Ich glaub's ja wohl nicht. Sie haben ja gesehen, er hat nichts draus gelernt. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Also, ja, er hat ja bislang auch noch keine Strafe gekriegt. Also, da wäre ich jetzt auch mal ein bisschen nachgiebig. Aber für mich ergibt sich natürlich eine Frage. Er hat ja gerade mit geprahlt, das ist ungestreckte und tolle Gras. Hatte das jemand anderem auch noch gesagt? Oh, dass er das auch legal aus dem Ausland besorgt hat. Das hat er ja auch noch groß an die Glocke gehangen. Wo, als die Polizeibeamten dabei waren? Nein, vor uns. Aber trotz allem, ja. Also man sieht ja, mit welcher Leichtigkeit er diese Drogen nimmt. Also ich will dir nur eines sagen. Also wenn er den Stoff aus dem Ausland, sei es auch da legal erworben, aber hier nach Deutschland transportiert, dann ist das Einfuhr. Und bei Einfuhr reden wir über wirklich noch einen härteren Straftatbestand. Also mit der Geschichte ist wirklich nicht zu spaßen. Und vor allen Dingen dann, wenn er sich so benimmt, wie er es jetzt hier benommen hat. Also wenn das von einem Jugendrichter passiert, wird er wenig Muße haben, da nachgiebig zu sein. Aber gut, also mein Vorschlag wäre, dass wir uns zunächst einmal die Akten ansehen. Ja. Und wenn wir die Akten haben, dann können wir weiterreden. Ja? Okay. Okay. Ja. Ja? Gut. Bis dahin. Danke. Bis später. Danke auch. Ne? Ach, wir finden raus.
Alles cool. Dankeschön. Ciao. Bevor Ingo Lenzen Akteneinsicht erhält, erreicht den Anwalt am nächsten Morgen ein erneuter Hilferuf von Svenja Dülks. Mats ist abgehauen. Sein jetziges Ziel lässt die verzweifelte Mutter das Schlimmste befürchten. Oh, Gott sei Dank sind Sie noch mal hergekommen. Ja, natürlich. Mats hat mir eine Nachricht aufgesprochen, dass er zu seinem leiblichen Vater gezogen sei, ohne Absprache, obwohl ich das alleinige Sorgerecht habe und er nur Umgangsrecht. In den letzten Jahren hat er sich null um ihn gekümmert, hat nun eine Affäre nach der anderen, zieht gerne selber mal am Joint und also eine gute Umgangsperson ist es für meinen Sohn nicht, den ich jahrelang aufgezogen habe alleine. Und jetzt ist er weg. Sag mal, seit wann sind Sie denn geschieden? Wir sind seit 3 Jahren getrennt und seit 2 geschieden. Okay. Ja. So, und der hat dann tatsächlich ja gar kein Sorgerecht. Sie haben es alleine, das heißt, er hat nur ein Umgangsrecht. Ja. Ja, aber dann ist doch eigentlich alles okay. Dann müssen wir mit ihm sprechen, dass er den Jungen wieder zurückbringt. Das muss er ja tun. Aber Mats weigert sich ja. Und ich habe einfach Angst, dass er dann da zu ihm hinzieht und dann völlig abdriftet und nur noch Drogen konsumiert und genauso wird wie sein schwachsinniger Vater. Dann sagen, aber ist irgendwas passiert? Ich vermute, also. Naja, ich kann schon verstehen, dass er jetzt so rebelliert. Wir, Jens und ich, wir erwarten unser erstes gemeinsames Kind und das haben wir neulich verkündet. Das wäre jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, das ihm zu sagen. Es gab einfach vor ein paar Tagen wirklich nur mal einen kurzen Slot. Da haben Emma und Mats sich nicht die Köpfe eingeschlagen, haben zusammen Federball gespielt und es war gemütlich und ich habe Sekt zur Feier des Tages eingegossen, für mich natürlich Orangensaft. Ja, der Jens und ich, wir bekommen noch mal ein Baby. Wir haben es verkündet, aber sie haben überhaupt nicht so reagiert, wie von uns gewünscht. Cool. Wow. Es war einfach nicht gut. Ich meine, Emma hat sich dann irgendwann wenigstens gefangen und ich glaube, dass sie sich jetzt richtig auf das Geschwisterchen freut. Nur Mats ist ins komplette Gegenteil abgeswitcht. Der ist missmutig und total aggressiv geworden. Jetzt auch noch das mit den Drogen. Der Junge hatte nie was damit zu tun. Absolut niemals. Und jetzt haben sie natürlich Sorgen. Das ist mir schon klar. Nur das Problem ist, sie sind in einer besonderen Situation. Und sie müssen schauen, dass sie zur Ruhe kommen. Dass sie bei sich bleiben. Ja, und was halten Sie davon, wenn wir uns um den Rest kümmern? Wir sprechen jetzt mit dem Kindesvater, wir fahren dahin. Im Zweifel sprechen wir mit Mats und dann gucken wir, was rauskommt. Ja, ich habe große Hoffnung, dass er auf Sie hört, denn ich habe keine Möglichkeit mehr. Ich dringe nicht mehr durch. Ja, dann lassen Sie sich das so machen. Wir werden es versuchen. Kümmern Sie sich hier jetzt um sich. Sobald Sie irgendwas wir melden uns sofort. Ja? Ich danke Ihnen. Okay? Vielmals. Danke. Bis gleich. Danke. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das Verhalten von Mats auch einfach gerade mit dieser ganzen neuen Situation, dieser Patchwork-Situation zusammenhängt. Ne? Ich meine ganz ehrlich, ich kann mir schon vorstellen, dass er gerade einfach nicht weiß, wohin mit seinen ganzen Gefühlen und ist alles viel für ihn. Aber ich finde es einfach krass, dass er sich wirklich vor die Polizei stellt und erzählt, was für ein geiles Zeug er hat. Ja, und dann über 50 Gramm. Sarah dann. Sarah? Ja? Und die Schule? Okay, alles klar. Danke. Du, tu mir bitte einen Gefallen. Check mir den Vater von Mats. Ich will wissen, ob der polizeilich irgendwo in Erscheinung getreten ist. Dankeschön. Bis später. Ciao. Du, Sarah sagt gerade, dass der Mats tatsächlich polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten ist. Und in der Schule sah er eigentlich auch ganz gut gewesen. Okay. Noten waren okay, nur dem sei halt in der letzten Zeit aufgefallen, dass der notenmäßig ein bisschen abgerutscht sei. Also wir müssen auf jeden Fall herausfinden, was da los ist. So, und dafür bin ich sehr gespannt, was das Gespräch mit dem Vater von Mats ergibt. Bin ich auch mal gespannt. Die Situation ist heikel. Svenja Dülks hat das alleinige Sorgerecht für Mats. Allerdings könnte ihr Ex-Mann das jederzeit auch für sich beanspruchen. Vor allem, wenn das auch Mats Wunsch entspricht. Guten Tag. Hallo. Mein Name ist Lenzen, ich bin der Anwalt Ihrer Ex-Frau. Hallo. Das ist Herr Handke, mein Mitarbeiter. Hallo. Können wir kurz mit Ihnen reden? Kurz, kommen Sie rein. Danke. Hallo. Hi. Wir kennen uns ja schon, ne? Mhm. Hast du deinem Vater gesagt, was los ist? Mhm. Mhm. Hat er Ihnen erzählt, was los ist? Ich meine, ich glaube, ich habe den Eindruck, der Bursche hier, der nimmt es ein bisschen auf die leichte Schulter. Ja, aber wegen so ein paar Gramm muss man doch jetzt hier nicht so einen Aufriss machen, oder? Ja, aber ich finde schon, er sieht das ein bisschen locker. Sie übrigens auch. Komm. Und das hier ist ja nun auch nicht gerade der Erziehung. Ja, das oberster Gipfel, oder? Sehe ich, dass es ist. Ja, ja.
ich dir zeigen. Jetzt mal ganz im Ernst, das hat jetzt mal nichts mit Spießer zu tun. Ja? Wir haben in Deutschland ein paar Regeln, ein paar Gesetze, und die müssen befolgt sein. Und er ist mit über 50 Gramm erwischt worden. Und wenn er nochmal erwischt wird, dann steht da irgendwann auch mal der Jugendknast für ihn an. Wenn man das legalisieren würde, würde es eh weniger Kriminalität geben in Deutschland. Ne? Mach ja alles sein. Aber wir müssen uns einfach mal an das halten, was da gerade ist. Ja? So. Und ich sehe, mal ganz ehrlich, können wir uns mal ganz kurz unter vier Augen unterhalten. Und unter sechs, also oben. Geh mal bitte in die Küche. Komm, geh in die Küche. Alter. So, jetzt, also noch mal. Sind Sie sich der Verantwortung bewusst, die Sie haben? Ich meine, Ihre Frau, die hat das alleinige Sorgerecht. Sie haben lediglich einen Umgangsrecht. Ja, ich also, weiß das doch alles. Ja, ich habe momentan für so einen Kram überhaupt keine Zeit. Verstehen Sie mal, ich habe selber jemanden kennengelernt, ich habe am Wochenende was vor. Jetzt steht der Junge hier vor der Tür, guckt man sich die Wohnung an, die ist viel zu klein für zwei Personen. Wissen Sie, was ich gut finden würde? Hm? Wenn Sie sich jetzt darum kümmern, dass der Junge wieder zu seiner Mutter zurückkommt, weil ich brauche momentan meine Zeit für mich. Okay, da können wir ja gerne drüber Perfekt. Reden. Perfekt, Dankeschön. Danke für gar nichts. Ist echt toll, danke. Vielleicht gehe ich zum Jugendamt, vielleicht helfen die mir mehr als du. Mats! Presse.